Hallo, ich bin Marion Meiner mit Sirhand und wir sind hier auf 641 Fifth Avenue im 48. Stock in einer wunderbaren Wohnung, einem Kondo mit 3000 Square Feet oder über 300 Quadratmetern und drei Schlafzimmer und dreieinhalb Bäder. Eine mit dem tollsten Blick überhaupt, den man sich in Manhattan vorstellen kann. Also ist das Wohnzimmer mit den Wahnsinnsfenstern, die von der Decke bis zum Flur nach unten gehen. Und dieser Blick allein, wir sind also hier auf der Ostseite, da ist die Westseite, man sieht den Hudson und kann also wirklich genau darauf hinschauen, wie wunderbar das ist. Innen drin haben wir alles Designermöbel und alles ist bis zum Detail renoviert von Wadia Architekturbüro. Die haben wahnsinnig tolle Arbeit hier verbracht, wenn man nur die kleinen Lampen alle anschaut und dann die getäfelten Wände. Und dann haben wir natürlich auch ganz raffinierte Kunst, die den Fernseher verbergen. Das ist zum Beispiel die Oper in Paris und wunderschöne andere Gemälde. Und dann natürlich all diese Designermöbel und überall gehen die Wände, gehen die Fenster bis runter und man kann alles sehen. Das Wohnzimmer ist auch riesig groß, eignet sich so wahnsinnig gut für Partys. Also hier könnte man wirklich ganz toll feiern. Und ja, dann hinter mir ist die Südseite, wo man World Trade Center sieht, Empire State Building, Rockefeller Center. Man kann wirklich den Eisring da unten sehen. Gigantisch, es ist irre. Also ihr müsst es einfach anschauen kommen. Jetzt kommen wir in das Esszimmer und neben mir ist dieser wahnsinnige Weinkühler, der ganz leise ist und so viele Flaschen beinhaltet. Also das ist ein super eingebauter Weinkühler. Und dann kommen wir hier zu diesem Esszimmer, großzügig, Baccarat-Chandelier, alles ist am Feinsten ausgerichtet, alles Designer. Und es ist natürlich wunderschön, hier zu essen und diesen tollen Blick nach draußen zu haben, wo man alles von New York sieht. Ein großzügiger Raum und perfekt für alle Gäste, die man so gerne einlädt. Und jetzt sind wir in der Küche. Ha, die Küche ist wunderschön, schaut mal nur. Wir haben hier alles deutsch. Es ist Miele, es ist der Wolf, es ist Gagenau. Also da funktioniert alles. Und nur alleine schon die Lampen hier und die große Theke mit dem Marmor. Kochen wird ein Pläsier sein. Hier wird man echt gut kochen können und auch sehr gut unterhalten. Man kann ganz viele Leute einladen und große Partys haben, weil alles ist offen, alles ist wunderschön zum Essen, zum Trinken und einfach mit Freunden sein. Wow, schaut euch dieses Schlafzimmer an. Das ist riesig, einfach riesig. Kingside Bed, überhaupt kein Problem. Und man macht auf zu diesem wunderschönen Blick. Das ist so irre. Stellt euch mal vor, hier zu schlafen in diesem wunderschönen, großzügigen Schlafzimmer. Einfach gigantisch. Jetzt gehen wir in den begehbaren Schrank. Riesig groß, mit Fenster und mit Blick auf die Empire State Building. Gigantisch, Wahnsinn. Und dann kommen wir in das Bad mit natürlich zwei Waschbecken, alles Fantini ausgestattet und überall in Marmor gekleidet. Die zwei nächsten Schlafzimmer sind auch großzügig und haben auch einen wunderschönen Blick nach Süden und nach Westen. Und auch gleich ein Bad dabei. Also die ganze Wohnung sind ja drei Schlafzimmer und dreieinhalb Bäder. Und das zweite Schlafzimmer könnte auch sehr gut als Büro benutzt werden.
Und das ist das Ende unserer Tour. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei 641 Fifth Avenue. I'm Marion Miner with Sirhan.